Yeah, das ist mal catchy Musik hier zu Beginn des Parts. Wir sind stehen geblieben im Rätselhaus und da gibt es Zerschneiderbüsche. Wir haben den Rätselmeister zunächst gefunden und kämpfen uns jetzt hier so ein bisschen durch. Es gibt auch noch ein paar Trainer, die wir in die Pfanne hauen. Das ist ganz nett. Im letzten Part, mach mal Bingul. Im letzten Part hatten wir noch mit den Wettbewerben zu tun, weil wir ja das Cosplay Pikachu bekommen haben, das neu in den Remakes war. Haben wir uns damit ein bisschen mehr beschäftigt. Hi. Mein Kopf tut schon weh vom vielen Denken. Lass uns kämpfen, das ist weniger anstrengend. Also du hast es nicht so mit Nachdenken? Kämpferin Thea setzt Mediti ein. Vor allem muss man hier nicht nachdenken. Das ist einfach nur ein gottverdammtes Labyrinth, das ich aus der Vogelperspektive sehe. Und genau weiß, wo was ist und was nicht. Aber ich habe den Dude noch nicht entdeckt. Das ist auch so ein bisschen das Ding. Das muss ich mal im Auge behalten. Ich habe nur so eine Schriftrolle gesehen. Da sind wir auf dem direkten Weg. So, es hält natürlich auf. Und ich glaube, das habe ich gar nicht erst gemacht in Omega Rubin. Und ich glaube, das war so eine Sache. Ja, ich glaube, hier hat es so ziemlich angefangen, die Kritik. Allmählich, ne? Weil ich den Wettbewerben direkt einen Riegel vorgeschoben habe und gesagt habe, so, ne. Und das Rätsel aus, denke ich, habe ich wieder verlassen, ohne den Typ unter dem Tisch zu finden. Aber ich erinnere mich wirklich nicht gut, weil manche Let's Plays habe ich nur mal ein bisschen reingeskippt irgendwann. Oh, ich bin tot. Ja, schade. Armes Bingul. Manche Let's Plays habe ich reingeguckt nochmal, aber Omega Rubin, ich wusste ja nicht mal mehr die Teammitglieder aus dem FF. So ohne weiteres. Oh. Das ist halt ein bisschen. Ich will ja nicht das Reptane, aber gut. Machen wir lieber keine weiteren Experimente. Reptane regelt mal eben. Er ist auch so groß im Vergleich, ne? Alle anderen sind so Zwerge und Reptane, der steht da wie eine Eins. Konnten der sich noch hier durch eine. Hat er irgendwas eingesetzt, weil da stand, übersteht die Attacke? Hätte die doch sonst nie überstanden. Meditation oder so. Das war eine schmerzhafte Niederlage, aber ich liebe das Kämpfen trotzdem. Ja, solltest du besser machen als das Nachdenken. Weil das ist. Selbst wo du verlierst, ist eher deine Stärke. Let's Play Markus hat eine Schriftrolle gefunden. Markus prägt sich die geheime Losung ein, die auf der Schriftrolle steht. Und kriege ich die gesagt? Nee. Aber Briggs weiß sie. Bestimmt auch noch nach diesem Kampf. Ich bin nur zufällig in diesem seltsamen Haus gelandet. Aber wie bist du in diesen hinteren Bereich gekommen? Henry! Alter, du bist ein Digimon-Tamer. Wo ist Terriermon? Ja. Ich habe ein bisschen nachgedacht, ne? Weil in den Kader, Käfer, viele sind ja Käfergift, wie Hornliu. Aber obwohl es nicht sehr effektiv ist, reicht es allemal aus. Gegen Kleinstein hätte ich das Zauberblatt im Angebot. Das ist doch hübschi. Ja, Robustheit, lebe ich mit. Ich hoffe, der will nicht nachher im großen Stile kämpfen, weil die meisten meiner Teammitglieder haben jetzt schon was einstecken müssen. Verrückt. Und nun habe ich obendrein auch noch verloren. Aber cooles T-Shirt hier mit den Zubiris-Augen. So, und weiter. Let's Play Markus schreibt die geheime Losung auf die Tür. Der Rätselmeister ist einfach spitze. Schloss hat sich geöffnet. Oh, man. Was geht da hinten ab? Das sieht auch nicht aus, als wäre das vom Vermieter genehmigt. Ah, du hast mich gefunden. Du bist ganz schön clever. Ich habe mir die ganze Nacht um die Ohren geschlagen, um all diese Bäume einzupflanzen. Du bist meiner Größe ebenbürtig. Bis auf 1, 2, 3, 4 Punkte. Gut, du hast dir diese Belohnung verdient. TM12 Verhöhner. Der hat die Bäume gepflanzt und ich habe sie einfach gefällt mit dem Zerschneider.
Wisch dir das selbstgefällige Grinsen aus dem Gesicht. Noch hast du nicht gewonnen. Ich werde neue Tricks erfinden, an denen du dir die Zähne ausbeißen wirst. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Komm wieder, wenn ich das nächste interessante Rätsel fertig habe. Was? Wie funktioniert das denn im Endeffekt? Expertengurt. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wann hat er was Neues? Was ist das Neue und was bringt es? Und wenn es halt wirklich zeigenswert ist, wenn ihr auch der Auffassung seid, dass es zeigenswert ist, dann werde ich es natürlich auch bringen. Für den Moment scheinen wir hier allerdings fertig zu sein. So, das ist auch noch eine Trainerin, schätze ich. Aber kommt, lasst uns ganz schnell erstmal zurückgehen in die Stadt. Da heilen wir uns. Na, gucke ich mal, ob wir ein Fahrrad bekommen können. Das wäre gut zu wissen. Kriegen wir ein Fahrrad oder nicht? Wir haben ja mitbekommen, auf Route 110 gibt es zwei verschiedene Wege. Eine Abkürzung mit dem Fahrradweg oder den langen Weg mit vielen Trainern. Und da bin ich nur bis zum Rätselhaus gelaufen und bin mir bis zum jetzigen Zeitpunkt unsicher, was ich machen soll. Beides natürlich, ne? Beides! Deswegen gehe ich mal fragen. Vielleicht kriegen wir das noch nicht. Ich glaube schon, aber ich frag mal. Tut mir leid, aber auf dem Radweg sind Fußgänger nicht gestattet. Das ist gefährlich. Komm wieder, wenn du ein Fahrrad hast. Oh. Gut, dass wir nachgefragt haben. Ich denke, das kommt auch noch. Ich denke, man soll halt erstmal hier lang gehen. Darf ich ganz kurz wissen, was hier ist? Route 103. Ja, dann, Hallo? Ich habe kein Fahrrad, also werde ich gemütlich über die untere Straße schlendern. 103! Jetzt wird mir erstmal einiges klar. Es ist eine Verbindung nach Meteoros City ganz am Anfang. Da kommen wir aber nicht weiter, weil wir keinen Surfer haben, ne? Und die Trainer hier können nichts. Deswegen nehmen wir die jetzt. Also wenn wir irgendwann später hier backtracken, sind die vielleicht viel zu schwach. Jetzt geht's. Auch du wurdest von meinem lieblich wohltuenden Duft angezogen. Ist das so? Ja, du bist ja auch Aroma Lady Margarete. Roselia. War ja übrigens auch, naja, eine Überlegung für mein Team war es natürlich nicht, weil von Anfang an klar war. Uff. Was habe ich eigentlich? Weil von Anfang an klar war, dass ich einen Pflanzenstarter haben werde. Gag aber. Aber ich würde die nicht mal hier nehmen. Wobei, hatten wir nicht... Ach, wir hatten die doch sogar schon mal im Team. In Pokémon Diamant, ne? Ich will darauf... Oh, shit. Ich will darauf hinaus, dass die da in der vierten Generation noch eine weitere Weiterentwicklung hat mit Roserade. Und die hatten wir schon im Team. Da brauche ich nicht hier in der dritten Gen mit der anfangen. Ja, Punkt. Einfach nur Punkt. Wobei ich sowas ein bisschen albern finde, wenn Entwicklungsreihen in späteren Generationen... Aber in der vierten Gen waren die halt hart unterwegs, ne? Mit ganz neuen Evolutionen. Da kam Elevoltec, Magbrand... Ah, was will ich? Mamutel. Ganz viele Pokémon haben auf einmal neue Entwicklungen bekommen. Ich wollte sagen, bitte die Paralyse überstehen. Ja. Manchmal wollen sich die Entwickler und Designer diesbezüglich einfach ausleben, vorhandene Pokémon zu nehmen und quasi zu modifizieren. Im wahrsten Sinne des Wortes weiterzuentwickeln. Du hast dich nicht von meinem Duft ablenken lassen. Was soll ich für Duft? Was wollen die eigentlich? War ein Leck drin, ne? So. Ja, ihr beiden macht mal einen Doppelkampf. Aber das haben sie dann später irgendwie gemacht mit Doppelkämpfen, ne? Ach, Doppelkämpfen. Mega-Entwicklung. Mega-Entwicklung, ne? Da haben sie, ohne quasi neue Entwicklungsstufen zu machen, ne? Diesen Konflikt. Und da konnten sie sich austoben.
Wir sind ein Herz und eine Seele. Wir kämpfen immer zusammen. Ich heiße Nora und das ist meine Schwester Jo. Wir kämpfen immer zusammen. Habt ihr gerade schon mal erwähnt? Plus Leo Minon, ja, ist ja irre. Da habe ich natürlich Wingull vorne. Das ist auch ein großes Kino. Die Frage, die ich mir stelle. Na, dann mach mal. Butter bei die Fische, bitte. Dann wechseln wir doch mal lieber durch, weil vierfach Schwäche, das ist Grund genug, um auszuwechseln. Auch wenn die, glaube ich, gar keine Elektroattacken einsetzen, das ist das Witzige. Aber, was die einsetzen, ist Sternschauer und das rockt. Ja, das ist nicht übel. Meine Taktik in Doppelkämpfen ist halt auch, immer auf einen, wenn möglich natürlich, gezielt drauf zu gehen. Wenn man sich möglichst schnell den Vorteil bringt, 2 gegen 1 zu haben, macht das aus taktischer Sicht in meinen Augen immer mehr Sinn. Aber das ist ja auch logisch. Ja, der Bummels macht auch nicht die beste Figur, bin ich ganz ehrlich. In Doppelkämpfen, weil er so viele Runden verdrödelt. Der könnte sich ja mal entwickeln. Level 18 ist soweit. So die eine nächste Stufe, das hätte schon Stil. Deswegen, Training, Training, Training. Du-du-du. Nora und Joe. Ja, die liegen halt voll auf dem Weg, ne? Die wollen's wissen, die Namen kommen mir übelst bekannt vor. Reptane mit seiner starken Attacke, mit Stab, mit dem Wundersaat. Hat er überhaupt was gerissen? Also hat er eben überhaupt Blussel angegriffen, davor die Runde? Ach ja, das wird schon noch ein Spaß mit dem Vieh. Trassler 19. Heilwoge. Hatten wir das nicht schon mal irgendwo thematisiert? Heilt das Ziel mit der Hälfte seiner maximalen KP. Achso, die meinen mit Ziel, dass er sich selbst oder ein anderes Teammitglied heilen kann. Achso. Ich denke gerade, warum sollte man den Gegner, ne? Aber, ja. Nee, sorry. Sorry, don't worry. It's good to be Kartoffelpurry. Wir haben verloren. Ich bin so enttäuscht, Nora. Meine Schwester und ich verstehen uns blind. Aber trotzdem haben wir verloren. Ja. Habt ihr. Darf Bummels trotzdem? Ach, Wingull. Ich bin heute verwirrt. Mein Pokémon ist total niedlich. Sieh doch, nur keine Scheu. Mich verwirren aber heute auch viele Sachen. Eneko. Okay. Miguel. Badet er auch in Chicken Wings? Die neue, stärkere Aquawelle. Da gab es aber einen ganz schönen. Na, wie auch immer. Das schenkt dir in der Tat noch eine Runde mehr. Gratulation. Sei denn, ich setze einen Volltreffer. An deiner Stelle würde ich mal zittern. Alter, die Bitch-Slaps. Das Ding hat ja noch nicht mal Hände. Das slappt mit dem Schweif. Eneko. Ich weiß nicht, was man... Ich bin kein Eneko-Fan. Ich formuliere mich so, ne? Ich bin kein Eneko-Fan persönlich. Amnesie. Spezialverteidigung. Besser.
Ich sag mal so, sowohl den Gegner zum Schlaf zu bewegen, als auch sich selbst zu heilen, ist mir noch wichtiger, als die eigene Spezialverteidigung zu erhöhen. Deswegen leider keine Amnesie. Aber es war eine Überlegung wert, das ist ja wohl. Das ist in der Tat eine Überlegung wert gewesen. Punkt. Oh je, mein niedliches Pokémon. Er sieht viel zu alt aus dafür. Du bist zu alt für Pokémon. Wenn du von hier aus das Meer überquerst, kannst du eine Abkürzung nach Rosaltstadt nehmen. Ein echt nützlicher Tipp, was? Mit anderen Worten, hier ist Ende, Sackgasse. Aber das ist auch, was wir machen wollten. Meine Angelschnur hat sich verheddert. Das macht mich richtig wütend. So, und du darfst es jetzt ausbaden. Ah, baden! Angler Ansgar! Warum haben wir den Ansgar schon wieder? Hatten wir den nicht schon mal thematisiert? In diesem Let's Play. Ich habe das gelesen in den Kommentaren. Mach einfach. Oh mein Gott. Ich zweifle an dir, Wingull. Ein Carpador hat halt Werte, die unter aller Kanone sind. Und das reicht nicht. Wingull braucht eine Entwicklung. Level 25 ist es soweit. Da nehme ich das doch ein bisschen krumm. Wie viel bringt denn die Aquawelle da so far? Die bringt nämlich mehr. Mhm. Ja gut. Vielleicht kriege ich auch noch eine bessere Flugattacke. Ich glaube, das wäre doch eine feine Sache, oder? Töckel! Oh, ein heftiges Carpador hast du da. Level 16. Ja, waren Gen 1 so. Level 15 hat Carpador Tackle gelernt. Das nichts zu bedeuten hat. Inzwischen gibt es ja sogar Trechpflege. Das ging in meinen Augen zu weit. Das hat meine Vorstellungskraft überstiegen. Ja. Gibt sogar ein Level Up, ne? Ach, ja. Ich habe verloren und jetzt bin ich wütender als vorher. Herr mit dem Geld, ich gehe weg. So, da oben möchte ich noch lang. Bei den Zerschneiderbüschlein. Hm, dann gucken wir, was da liegt. Das nehmen wir mit, selbstverständlich. Freilich. Gesagt, das nehmen wir selbstverständlich von Freilei mit. Also machen wir das auch. Die Maronbeeren. Wir können die ja zu Pokerriegel verarbeiten. Für den Wettbewerb. Es ist eigentlich so, dass die Farbe der Beeren am Ende auch die Farbe des Pokerriegels sein wird. Also rot für Coolness und so weiter. So, dann gehen wir hier doch mal ein bisschen und gucken, ob da noch mehr Trainer kommen. Ja, das war unangenehm, glaube ich, die Ruhe. War ein bisschen unangenehm. Komm, wir machen noch mal kurz die Heilung. So viel Zeit muss sein. Was soll ich euch erzählen, Freunde? Es sieht danach aus, als bekämen wir diesmal wieder einen unspektakulären Part. Zugesicht. Aber wir können trotzdem ein bisschen quatschen über Gott und die Welt, über die Höhlenregion, über das Spiel. Was dazugehört. Immerhin, ja gut. Seit dem letzten Arena-Fight ist ein bisschen Zeit vergangen. Gebe ich zu. Dass sich unser Team verändert hat. Seitdem ist ein bisschen Zeit vergangen. Mhm. Aber wir hatten seitdem, ich sag mal, Städteerkundung. Wir hatten normale Trainerkämpfe. Wir haben es mit Team Aqua zu tun bekommen. Wir hatten ein bisschen Story mit den Lloyds. Und wir haben die Pokémon-Wettbewerbe gründlich unter die Lupe genommen. Ich habe hier im hohen Gras ein paar echt coole Pokémon gefunden. Also abwechslungsreich ist der Schinken schon, ne? Teenager Frieda. Der Frieda. Ist er uns zuwider? Da müsste ich eigentlich auch Gardevoir nehmen. Sag ich schon Gardevoir, ne? Wobei... Ich habe noch eine bessere Idee.
Makuhita. Ich sag euch, die werden sich alle wieder kollektiv zusammenentwickeln. Und ich kann zusehen, wen ich wann wie aufs Thumbnail packe, ne? Ja, 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 ja. Ich habe aber auch gelernt, dass die Prioritäten halt anderswo liegen. Thumbnail wird es schon irgendwas geben. Laubklinge. Ich glaube, das war nett. Ich glaube, das war sehr schön. Also. Aber Gekkobo ist spezial, ne? Hieb mit scharfkantigem Blatt, hohe Volltrefferquote. Ja, also 90, Leute. Zornling ist auch physisch, lol. Das ist auch physisch, das ist auch physisch. Er ist spezial und er kriegt nur physische Attacken hin. Ja, das ist besser als Megasauger. Natürlich tut Megasauger einen selbst ein paar KP noch mitbringen, aber das hat mich überzeugt mit Stärke 90. Physisch, spezial, hin oder her. So, das Kampf ist effektiv auf Stahl, das weiß ich. Solunio hatten wir im Team in Let's Play Rubin. Und Fritzelblitz. Ja, kriegst du schon hin. Nice! Makuhita. Das sieht nach was aus. Unsere gebündelte Klos-Teigtasche weiß, was sie tut. Nur kurz sein verhilft einem wohl leider nicht zum Sieg. Doch, siehst du doch an mir. Angriffsplus, da kann man surfen nach Süden. Ich kann nur nicht surfen. Tipps für Trainer. Die Items im Beutel können durch Drücken von Start neu geordnet werden. Och ja. Das klingt sinnvoll, habe ich aber bald wieder vergessen. Hi, Let's Play Markus. Lange nicht gesehen. Ich suche gerade nach Pokémon. Mein Vater redet immer davon, dass es früher noch viel mehr Natur in dieser Welt gab. Es soll auch viel mehr verschiedene Pokémon-Arten gegeben haben. Wie mein Vater interessiere ich mich sehr für diese Pokémon der Vergangenheit. Deshalb betreiben wir Feldforschung, weißt du? Auf dem Weg hierher bin ich einer Menge unterschiedlicher Pokémon begegnet und habe viel über sie gelernt. Das hat meine Pokémon und mich stärker gemacht. Daher würde ich vorschlagen, dass wir uns einen kleinen Kampf liefern. Ein bisschen unerwartet? Aber komm gerne ran da, ich habe doch keine Angst. Wobei so ein Weilmar natürlich schon die Aufmerksamkeit von Reptane bekommen soll. Hätte ich halt gerne im Team gehabt. Also ihr seht ja jetzt, dass ich als Wasserteammitglied Pelipper bevorzuge, weil da Flug mit drin ist. Aber ansonsten hätte ich mich sehr gerne um Weilmar gekümmert, den man irgendwie durch Angeln bekommt. Ich weiß jetzt nicht, mit welchem Angeln, ob man da die Superangel braucht oder Hyperangel oder was auch immer. Oder ob es mit der normalen schon geht, wo wir eigentlich nur... Jetzt die neue Laubklinge. Wo wir eigentlich nur Carpador bekommen, dachte ich, oder größtenteils. Don't know, auf jeden Fall. Wäre schon cool gewesen, ich gebe es ja zu. Abschlag. Vom Lohn gehalten. Abschlag oder was? Unlicht, pass auf. Das klingt gut. Warte, 65. 50, 40. Ich würde sagen, Tackle ist passé. Ich möchte halt dieses Zurückschrecken sehr gerne haben bei Makuhita. Und jetzt werden wir mit Wasser das Jungklut löschen. Ein netzbindendes Filmmittel. Ein Pulverlöscher, weil es ein Schaumlöscher, ein CO2-Löscher, Fettbrandlöscher, Wasserlöscher oder Durstlöscher, man weiß es nicht. Ja, es ist confirmed für meine Begriffe, dass, ja gut, ich habe auch niedrigeren Level.
Pilippa kann was. Wingull hat noch sehr schwache Werte. Das ist einfach Fakt. Ich sehe das. Ich spüre das. Ich fühle mein Pokémon, okay? Aber es haut Jungglut auch alleine aus den Socken, auch wenn es dreimal angreifen muss. Na gut. Level 19. 25, wie gesagt. Ruckzuckhieb. Was kommst denn du mir jetzt mit Ruckzuckhieb, sag mal? 40, physisch, Flügelschlag. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Ruckzuckhieb lerne, ehrlich. Aber wir haben noch einen Knilz. Ja, da empfiehlt sich doch auch der Flügelschlag. Leider ist halt Wingull doch ein bisschen schon in die Knie gegangen. Ich mag es, wie er schwebt. Nee. Sinnlos, ihn hier jetzt nicht auszuwechseln. Knilz des Todes! Gucken wir doch mal. Dem wächst der Egelsamen durch die Nase. Hervorragend. Das könnte ein richtiger Game Changer sein. Ein bisschen besser attackieren. Okay. Das ist jetzt nervig. Nervtötend. Einfach nur rauszögern der Geschichte hier. Ständige Stachelspore. Auch wütend. Okay, das ist auch vergeblich. Meinen Respekt hast du? Wir haben halt keine Schwächen von Pflanze, also wir hätten halt die... Ja, die Flugattacke da gehabt. Hat nicht irgendjemand was mit Käfer gelernt? Warum halten wir so viel aus? Trotzdem trifft er mit Stachelspore. Ekelhaft. Ich glaube, Reptane hatte irgendwas mit Käfer, ne? Ja, also dadurch, dass wir jetzt schon 5 Teammitglieder haben, so früh. Ne? Relativ früh für 5 Teammitglieder. Ist das... Sagen wir, sind jetzt am Anfang die Verhältnisse noch ein bisschen unausgeglichen. Aber das wird sich zurechtbiegen, je länger wir jetzt weiterspielen mit 5. Das 6. Teammitglied dauert noch ein bisschen. Noch eine ganze Ecke, wenn ich so nachdenke. So, nehmen wir Zornklinge und dann haben wir es einfach hoffentlich. Ey! Respekt an dieses Knilz. Respekt. Ach du Schande, du bist stärker, als ich gedacht habe. Ja, gebe ich zurück das Kompliment. Jetzt, Blemarcus, du hast auch fleißig trainiert, nicht wahr? Oh, unsere Pokémon sehen ganz schön erschöpft aus. Wir sollten dafür sorgen, dass sie wieder zu Kräften kommen. Du solltest dafür Sorge tragen. Vollständig geheilt. Und das ist ein Geschenk für dich. Itemradar. Gerade auf dem Weg hier ist viel versteckt, weil das mir hier gibt. Das ist ein Itemradar. Probier es mal aus. Wenn irgendwo ein Item versteckt ist, reagiert es darauf und führt dich so direkt zum Fundort. Es macht richtig Spaß, zuzusehen, wie es sich auf dem Kopf bewegt. Wenn du es einmal aufgesetzt hast, willst du es nie wieder abnehmen. Also dann, Let's Play Markus, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass wir beide noch vielen, vielen Pokémon begegnen werden. Irre.
Das ist ja famos, was sie uns da gegeben hat. Kommen da noch mehr Trainer? Ich denke schon. Ah, hier kann man Fritzelblitz fangen an alle, die das vielleicht anstreben. Ah, guter Zeitpunkt, um das Pokémon zu bekommen. Das ist schon richtig. Tipps für Trainer. Der Gegner kann paralysiert oder in Schlaf versetzt werden und ist damit wehrlos. Das ist eine wichtige Technik im Pokémon-Kampf. Paralysiert, wehrlos? Naja. Paralysiert halt. Hier würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter mit ein paar Trainern und dann erreichen wir anscheinend... Was ist das hier? Ich klick mal drauf. Malvenfroh City, ja. So ziemlich die Hauptstadt. Sehr, sehr großer Ort. Und mal gucken, was da abgeht. Mal wieder eine Arena würde mich frohlocken. Leute, danke fürs Anschauen und bis dann und ciao.